Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniro LP und ich begrüße euch zu meinem neuesten Projekt. Und zwar Kingdom Hearts Re-Chain of Memories. Ja, ein Spiel von Square Enix und Disney. Die PS3, nee Quatsch, ja doch, PS3 Version, die HD. Collector's Edition 1.5 Version. HD 1.5 Remix, meine Güte. Und das ist lange her. Von mir, Let's Play, für euch. Ja, okay, ist jetzt schon ein bisschen her, seit ich Kingdom Hearts 1 durchgespielt habe. Und das hat einfach nur den Grund, weil ich jetzt nicht so scharf auf dieses Spiel war. Jetzt versteht mich hier nicht falsch, aber ich mag die Story dieses Spiels. Aber das Kampfsystem ist irgendwie das, was mich irgendwie so ein bisschen abturnt hier in diesem Spiel. Aber ich will alle Kingdom Hearts Spiele, die ich Let's Playen kann, auch Let's Playen. Und das machen wir natürlich in der richtigen Reihenfolge. Und da wäre Chain of Memories das nächste. Und ich weiß jetzt nicht, ob irgendwas kommt, deswegen drücke ich das einfach mal weg. Das Intro wird sowieso wieder gemutet, stumm geschaltet. Also, ich glaube, Simple and Clean kommt wieder als Lied. So wie am ersten Teil. Und das werde ich einfach stumm schalten, weil dann kriege ich wahrscheinlich irgendein Copyright-Strike oder irgendwie sowas. Und das möchte ich nicht. Bitte. Ja, warum mache ich das Kampfsystem nicht? Warum wollte ich dieses Spiel noch ein bisschen hinauszögern? Kingdom Hearts 3 kommt ja immer näher. Irgendwie so 2017 oder so soll es ja, glaube ich, rauskommen. Und dann will ich am liebsten schon die ganzen Kingdom Hearts Spiele auch noch auf meinem Kanal haben. Also noch vor. Und ja. Deswegen beiß ich sozusagen in den sauren Apfel. Wie gesagt, ich mag das Spiel. Ich habe diese Version, ehrlich gesagt, noch nie durchgespielt. Ich habe die... Ich sollte vielleicht erstmal erklären. Das hier ist ja ein HD... Remake von der Game Boy Advance Version, Kingdom Hearts Chain of Memories. Und ja, diese ist ursprünglich für die PS2 rausgekommen, ist allerdings nie außerhalb Japan oder Amerika rausgekommen. Also in Deutschland ist sie auf jeden Fall nicht rausgekommen, glaube ich. Und in der HD 1.5 Remix Version war die ja auch dabei, zusammen mit Kingdom Hearts 1 und den 358 Days Film. Bei dem ich mir unschlüssig bin, ob ich den auch hochlade oder so, aber den kann man, was soll ich dazu sagen, das ist einfach nur ein Film, also den kann man sich auch so angucken. Jedenfalls, weiß nicht, sollen wir direkt anfangen? Ich wollte irgendwas noch sagen, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Ach ja, da ich das Spiel hier noch nicht, ich bin bis zu einem bestimmten Punkt gekommen und dann bin ich irgendwie nicht weitergekommen. Ja, ich bin mal nicht weitergekommen. Ich spiele fast alle Spiele auf dem so gut wie höchsten Schwierigkeitsgrad auf meinem Kanal, aber ich bin hier in dem Spiel mal an einem Punkt nicht weitergekommen. Und wahrscheinlich lag das irgendwie am Level. Und die Level funktionieren ja ein bisschen anders wie in traditionellen Kingdom Hearts Spielen und aber dazu noch irgendwann mehr noch. Deswegen werde ich wahrscheinlich aber auch offscreen ein bisschen weiter trainieren, weil die sind jetzt nicht so, ich sag mal, wichtig wie die anderen, weil nicht so traditionell, weil nicht so Angriffskraft, Verteidigung und also was hier hochgelevelt wird, sondern so andere spezielle Sachen. Und ja, davor kann ich viel offscreen machen. Deswegen nicht wundern, wenn ich immer irgendwie, weiß ich nicht, so 10 Level höher bin in einer Aufnahme. Und ja, Chain of Memories. Kurzer Story-Zusammenfassung. Chain of Memories spielt direkt nach dem Ending von Kingdom Hearts 1. Also wo Sora, Donald und Goofy ja durch diese Landschaft gelaufen sind, diesen gelben Weg entlang gelaufen sind, Pluto entdeckt haben, der einen Brief von Mickey hatte und so weiter. Und das ist hier auch mehr oder weniger eine Überleitung zu Kingdom Hearts 2. Also, es ist jetzt nicht vollkommen wichtig, dieses Spiel zu spielen, um alles in Kingdom Hearts 2 zu verstehen, aber es tut ein paar Fragen beantworten. Vor allem, wir spielen ja auch dann die 2.5 HD Remix Version, was ja Kingdom Hearts 2 Final Mix ist, wo wieder ein paar Sachen hinzugefügt worden sind und ja, allein diese Sachen wird man nicht verstehen, wenn man diesen Teil nicht gespielt hat. Und ja, auf die Story freue ich mich natürlich jetzt schon und ich glaube, ich habe schon 6 Minuten haben wir gleich schon gelabert. Gut, fangen wir doch mal dann einfach mal an. Neues Spiel. Wir spielen auf Profi, so wie jeden anderen Teil auch. Eine Spielschule mit den 10 Gegnern aufwartet. Empfohlen für Spiele, die harte kämpfen mögen. Ja. Okay, und ich muss mal mit meiner Maus ganz schnell gucken, ob ich
stumm schalten kann. Ja. Ich weiß jetzt nicht genau, wann das Intro kommt. Deswegen. Ich wundere, wenn ich dann irgendwann so still bin und es keinen Ton gibt oder so. Aber egal, gucken wir mal. Aber jetzt müsste ein Intro kommen. Ich bin schon mit meiner Maus auf den Dingen drauf. Ready zum Stummschalten. Und ja. Es kommt das einzig wahre Simple und Clean Lied von, oh, jetzt lass mich den Namen nicht falsch sagen, Utada Hikaru. Utada Hikari. Sieht man auch, glaube ich, irgendwo. Ja, okay, Tetsuyo und Nomura, der Erfinder. Natürlich auch. Also, hier wird stumm geschaltet, also muss ich hier, weiß ich nicht, ein bisschen drüber quasseln. Hätte ich auch machen können bei der Musik, aber lieber kein Risiko eingehen. Und ja, hier sehen wir halt die ganzen Ereignisse von Kingdom Hearts 1, die passiert sind. Sora trifft Donald und Goofy. Muss die ganzen Schlüssellöcher in den anderen Welten versiegeln, damit keine Herzlose mehr rauskommen. Ach, Winnie Pooh. Oh, das gibt's ja auch in dem Spiel. Ach. Oh, yeah, we say. Nein, ich werde das Lied auch nicht summen. Und er kriegt deswegen einen Copyright Strike. Ich habe mal irgendwann gehört, wenn man das Lied, boah, welches Lied war das nochmal? Funkel, Funkel, kleiner Stern? Ich glaube, wenn man das irgendwie summt, ja, der Unbekannte, relativ früh, wenn man das irgendwie summt, kann man irgendwie auch einen Copyright Strike bekommen. Habe ich gehört, jedenfalls. Ich habe aber keine Lust, das auszuprobieren. So. Ja, wir sind in den Ereignissen von Hollow Bastion angekommen. Wir haben Kairi wiedergefunden. Rico wurde von Anselm besessen. Den Hauptbösewicht. Den Typen. Da, Utada Hikaru. Habe ich das richtig gesagt vorhin? Und zweitens habe ich Kari gesagt, das war falsch. Mickey! Rico. Dieser befindet sich jetzt hinter der Tür von Kingdom Hearts. Genau wie Mickey. Kari ist wieder auf die Insel. Und Sword und Goofy sind jetzt in diesem komischen grünen Weg. Oder gelben Weg. Ja. Kingdom Hearts, Re-Chain of Memory. Der Ton ist jetzt wieder an, übrigens. Jetzt kommt nochmal die Intro, so. So. Da haben wir exakt aufgehört. Genau da geht's jetzt weiter. Ich habe diese Version noch nie durchgespielt, das habe ich schon gesagt, oder? Ich habe die Game Boy Advance Version davon durchgespielt. Also ich weiß, worum es in dem Spiel geht. Ich kenne die Story und so was alles. Aber die Version habe ich echt nicht geschafft, an einem Punkt weiterzukommen. Weil einfach zu schwer war für mich, weiß ich nicht. Ich werde mir dieses Mal ändern. Es war eine dunkle und friedliche Nacht. Along the road ahead lies something you need. Und da ist der Unbekannte, den wir auch bekämpft haben. Teil. However, in order to claim it, you must lose something that is dear to you. Mysteriöses Schloss. Kingdom Hearts, Re-Chain of Memories. Schon wieder. Ausgezeichnet. Ich weiß gar nicht, wie der Titel aussehen soll.
wird ganz schön lang. So Rechain of Memories, Kingdom Hearts, da ist viel zu lang im Titel. Ich mir schon mal einfach lassen. Ich muss auch noch ein Thumbnail und so alles machen. Ich habe zwar schon eins, aber ich will irgendwie ein anderes machen. Habe ich schon vor Weile nicht ein halbes Jahr oder so gemacht. Aber Zeiten ändern sich ja. Gut, wir finden ein riesiges Schloss, von dem wir nicht wissen, was es ist. Gehen wir mal da rein. Wann ist sowas jemals schiefgegangen, ne? Hey, you think it's okay to barge in? But we gotta do it if we're gonna find the king. The king? King Mickey's here? Something just told me he'd be here, okay? Really? Cause now that you mention it, I was kinda thinking the same thing. Seriously? Me too. One look at this castle, and I just knew. Our very best friends. They're here. Guess great minds think alike. Wait, hey, hold on. It can't be just a coincidence. Oh no, Timothy. You don't mean that. Yep, I had it too. Mm-hmm. I had the exact same feeling. Ich hatte auch so ein Gefühl. Maybe it's contagious. No, no, something's screwy. We gotta go take a look. All right. Oh, so heiß. Where are you going? That way, to the door. Are you scared? Ah, don't be ridiculous. Come on, let's go, Goofy. Hey, fellers, shouldn't we shut the door behind us before we go? Sora! Und der mysteriöse kaputte Tür ab. That's it. Who are you? Yes. Oh, yeah? I'll try some magic. Thunder! Come on. Thunder! Thunder! Ach, du Come on. Blizzard. Fire! Genauso nutzt das wie im ersten Teil. Ist er nicht dauernd verreckt in meinem Let's Play? Wenn ich mich recht erinnere. I should think it's obvious. The moment you set foot in this castle, you forgot every spell and every ability you ever knew. In this place to find is to lose, and to lose is to find. That is the way in Castle Oblivion. Castle Oblivion? Here you will meet people that you have known in the past, and you will meet people you miss. I miss? Riku! You mean Riku's here? If what you want is to find him. What'd you do? I merely sampled your memories, and from them, I made this. A trading card. To reunite with those you hold dear. What's this? A card? It is a promise for the reunion you seek. Hold the card to open the door, and beyond it a new world. Proceed, Sora. To lose and claim anew. Or to claim anew only to lose.
Come on. Let's go. Genau. So, was ich sagen wollte, in der Cutscene statt Traverse-Karte halten. Was ich sagen wollte, so heißt, weil ich während der Zeitspanne von Ende von Kingdom Hearts 1 und diesem Spiel anscheinend im Stimmbruch landet und im Stimmbruch gekommen, meine ich. Und ja, ich glaube, das liegt an dem Synchronsprecher. So, linke Karte. So hat momentan nur eine Karte. Lass mich auch nicht wählen. Stadt Traverse. Die kennen wir noch auf dem ersten Teil. Erste Stadt, wo wir gelandet sind. Und ja, ich glaube, ich werde hier nicht viel sagen können, weil jetzt noch. Jetzt müsste das Tutorial kommen zu dem Kampfsystem. Okay, bring it on. Hier sind wir falsch. Ach, da bist du. Ich dachte, weil die Sprechblase nur links irgendwie gezeigt hat. Das ist die Stadt Traverse. Das ist nicht die Realität. Also, du kannst auch laufen, ne? Diese Stadt ist eine Illusion, die deine Erinnerung in diese Karte entstammt. Wie bitte? Vergiss das jetzt, Sora. Donald und Goofy sind weg. Oh Mann. Donald? Goofy? Hey, wo seid ihr? Was hast du gemacht? Sie sind nun der Gnade der Karten ausgeliefert. Beherrsche die Karten und ihre Stärke ist wieder dein. Warum gebe ich den Typen so eine Badass-Stimme? Die Gesetze dieses Schlosses verlangen, dass deine Freunde in Karten verwandelt werden. Wenn dir deine Freunde also am Herzen liegen, hebst du sie stets auf. Linker Stick bewegen, rechter Stick und das geht zu schnell. Nach vorne, R3, okay. Aufgehobene Karten kommen vorne in dein Kartenset. Spielst du sie aus, kommen deine Freunde zu Hilfe geeilt. Ausspielen. X. Donald. Ich muss die Kamera ändern. Ugh. Schon wieder umgedreht. Warum macht das Kingdom Hearts mal? Benutze die Karten. Benutzte Karten verschwinden, doch sie tauchen hier und da wieder auf, um dir beizustehen. Karten sind die Herzen deiner Freunde. Alles in diesem Schloss untersteht der Herrschaft der Karten. Nun Gegner oder Türen, Karten sind das einzige Mittel, Hindernisse zu überwinden. Sammel sie alle, aber du darfst darüber auch nicht deine eigene Stärke vergessen. Sprung, okay, und Ausweichrolle. Sie auch so broken wie in den späteren Spielen, ich weiß auch gar nicht. Denke zuerst selber nach. Bewegen, dann Karten ausspielen. Bewegen, Karten ausspielen. Da komm her. Die Parade. Jetzt weißt du, wie du mit deiner Stärke umgehst. Verliere dabei aber nie deinen Gegner aus den Augen. Mal sehen, ob du mich fangen kannst. Mit R2, R2, okay. Auch mit R1 mal wechseln, ne? Gut. Jeder Zug, den du machst, verbraucht eine Karte. Verbrauchst du alle Karten, bist du handlungsunfähig. Aber es gibt Abhilfe. Spiele Karten aus, bis alle verbraucht sind. Und ich zeige dir, wie. Ja. Na komm. Habe ich meine Kampfsystem, glaube ich, nie so gut ausgesetzt, deswegen weiß ich nicht alle Tipps und Tricks. Aber ich muss ja erstmal wieder reinkommen. Siehst du, du hast deine Karten, du hast keine Karten mehr und somit keine Kraft. Ah, willst du deine Kraft zurück, dann musst du dich konzentrieren. Ich wünsche dir die Karten zurück und voilà. Ich spreche aber kein Französisch. So. Gut. Also wenn man auf diese 1 geht, dann kann man sich wieder die Karten zurückholen. Die Kraft deines Herzens hat die verlorenen Karten zurückgebracht. Du kannst verlorene Karten jederzeit zurückwünschen. Aber mit jedem Mal brauchst du die Karten länger, um zurückzukehren. Die Karten sind keineswegs unbegrenzt, benutze sie weise. Sieh den Kampfverlauf voraus. Für die effektivsten Karten. Du kannst jede Karte im Set ausspielen. Gut. Ja. Ich glaube, die Steuerung wird ich ändern.
L1 und R1 kann man wechseln. Die vier verschiedenen Karten, die du den Kampf verwendest, sind zwei Kategorien aufgeteilt. Die erste Kategorie umfasst Angriffskarten, Magiekarten und Itemkarten. Die zweite Kategorie besteht allein aus Feindeskarten. Ein paar aus der anderen Kategorie zu verwenden. Mit Select. Okay, aber ich glaube, nicht alle kann man aktivieren, oder? Kann werden dir die Kraft geben, egal ob du angreifst oder dich verteidigst. Wann du angreifst und wann du dich verteidigst, liegt aber bei dir. Vergiss es nicht. Okay. Ja, natürlich erstmal die ganze Kamerasteuerung und also was ändern, weil das geht mir jetzt schon auf den Nerven. So wie im ersten Teil. Ach, jetzt könnt ihr rumlaufen. Alles okay mit euch? Wo habt ihr gesteckt? Oh Gott, Donald. Sagst du uns? Als du die Tür geöffnet hast, war da dieses seltsame Licht. Blablabla. Danach weiß ich nichts mehr. Das hilft mir nicht weiter. Wir müssen uns erinnern. Mein Tag muss schließlich akkurat sein. Hey, Donald, wo habe ich diese neuen Klamotten? Ich auch, Goofy. Jemand erlaubt sich einen Spaß mit unseren Kleidern. Die Karten schon wieder? Das kannst nur du selber wissen. Beherrsche die Karten und bahne dir einen Weg durch das Schloss. Ab hier läufst du allein weiter. Allein? Wir müssen ihn nicht begleiten? Wir dürfen ihn nicht begleiten? Das ist nicht fair. Ja, ohne unsere Hilfe ist sogar völlig aufgeschmissen. Ja, vor allem mit deiner Hilfe, ne? Vielen Dank, Donald. Wer ist noch mal im letzten Spiel so oft verreckt? Kommst du wirklich klar? Natürlich. Ich soll allein weitergehen? Gut, ich kann auf mich aufpassen. Tapfere Worte eines Helden. Geh, das restliche Schloss des Empfallens erwartet dich. Wandle auf dem Pfad der ruhenden Erinnerung und triff jemanden, der dir nahesteht. Tschüssikowski. Ich habe ein ganz ungutes Gefühl dabei. Keine Sorge, Jimny. Ich bin auf alles vorbereitet, was er im Schilde führen könnte. So schwer kann es doch auch nicht sein, bei diesen Karten durchzusteigen, oder? Ich muss doch nur eine von diesen Tür... Von dieser... Was? Eine von dieser Tür da drüben verwenden. Ach, eine Karte vor dieser Tür. Ja, okay. Meine Güte. Deutsche Sprache, schwere Sprache. So, kann ich aber zurück und speichern? Ich glaube nicht, ne? Ich bin noch hier im Tutorial angefangen, glaube ich. Ne, ich glaube, das sieht so aus, das könnte ich zurück. Traverse Town statt Traverse. So, als erstes. Die ganze folgende Handlung auf dem Spielfeld ausführen. Bewegen, umsehen, nach vorne sehen. Schlüsselschwert schwingen, Sprung und Ausbruchrolle. So. Ja. Such mal das Fass zu zerschlagen. Okay. Stirb, Fass! Oh. Eis. Ha, cool. Im wahrsten Sinne des Wortes. Da war jetzt schon ein Kampf. Ich möchte jetzt nicht Kampf machen. Markierte Objekte können hochgeworfen und geworfen werden. Mit Dreieck. So. Berührst du ein Herz auf dem Spielfeld, initiierst du einen Kampf. Doch du kannst ihm einen Erschlag verpassen, um Vorteil im Kampf zu erlangen. Werfen. Steh ab, Herzoger! Verdammt, nicht getroffen, ich gehe zurück. Pff. Kann ich zurück? Ja gut, aber ich würde sagen, um den kümmern wir uns in der nächsten Folge. Und Let's Play. Ich kann nicht das Menü aufrufen. Kingdom Hearts 3 Chain of Memories. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.